Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Neumann und ich helfe Frauen, Führung zu übernehmen. Und zwar Führung auf eine ganz wertschätzende Art. Und ich helfe ihnen, mehr Klarheit dabei zu gewinnen und ein schönes Team, einen Team Spirit, zu entwickeln. Und immer wieder begegnet mir diese Frage und auch dieses Vorurteil, naja, wenn ich Führung übernehme, dann muss ich 50, 60 Stunden arbeiten. Und das ist nicht so. Führung geht auch in Teilzeit. Und da gibt es Beispiele. Und genau zu diesem Thema habe ich deshalb heute Diana Roth eingeladen zu einem Live-Talk. Diana Roth ist Herzblut-Personalerin und hat eine ganze Reihe von Beispielen von Führungskräften, die in Teilzeit arbeiten. Ich hole sie mal rein. Hallo Diana. Hallo, Angelika. Du, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Diana Roth. Du hast mich ja schon wunderbar angekündigt. Ich bin die Herzblutpersonalerin, so nenne ich mich, weil ich seit über 34 Jahren als Personalerin arbeite und nun seit ungefähr 13 Jahren ganz intensiv mich auf Personalerinnen, also auf Personalverantwortliche konzentriere. Das heißt, ich stärke sie in ihrer Fachkenntnis, ohne dabei persönlich auf der Strecke zu bleiben. Okay, wunderbar. Nochmal als Ankündigung für die anderen, die jetzt hier zuschauen. Das ist ein Live-Gespräch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und dann können wir auch darauf eingehen. Aber jetzt bin ich erst einmal. Ich habe wieder ein Echo. Ich höre mich bei dir. Kann das sein? Ich höre kein Echo. Okay. Ich hoffe, die anderen hören auch kein Echo. Also, ich habe ja vor kurzem mal diese Frage gepostet in eine Gruppe, in meine Gruppe Führung ist weiblich. Da habe ich die Frage gepostet, Führung und Teilzeit, geht das überhaupt? Was meint ihr dazu? Und du hast gesagt, du hast ein paar Beispiele, du kennst Beispiele, wo es gut funktioniert. Erzähl doch mal. Richtig, ich habe also gerade zwei leuchtende Beispiele. Einmal in der Kinder-Jugendarbeit, also die leitet Kinder-Jugendarbeit an, hat 10 Mitarbeiter und sie wurde bewusst als Teilzeit-Führungskraft eingestellt und hat in der Zeit zwei Kinder bekommen, ist also immer ausgestiegen in der Zeit, wo sie einfach Mutterschaft genommen hat. Und die hat das braviös gemacht, also ganz toll. Und die zweite Person, die das so wunderbar gemacht hat, die arbeitet im Topkader eines Großkonzerns in Deutschland, genau, ist nicht Schweiz. Und die hat auch zwei Kinder und die organisiert sich auch top. Allerdings muss ich sagen, beide sind über 50% angestellt. Okay. Aber auch über 50% ist Teilzeit. Genau. Ja. Welche Hürden, weißt du die Hintergründe, welche Hürden gab es da zu nehmen, dass Teilzeit möglich wurde? Also bei beiden ist die große Hürde Familie gewesen. Also man hat doch von außen sehr viel mehr Verständnis, wenn ein Mann Vollzeit arbeiten geht oder trotz Kinder auch noch Teilzeit arbeiten geht. Bei einer Frau kommen doch noch sehr viel die Unkenrufe, auch heutzutage noch. Und diese Organisation, die Organisation, Familie und Beruf ist die größte Herausforderung, die, glaube ich, die Frauen machen. Auf der anderen Seite erlebe ich Vorgesetzte, die Verständnis haben, die das gut finden, aber insbesondere die weiblichen Führungskräfte, Geschäftsleitungsmitglieder, die also keine Kinder haben, immer Vollzeit gearbeitet haben, die sind da recht skeptisch. Okay. Interessant, gell? Das ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die größte Herausforderung im familiären Umfeld ist. Das heißt, die zwei hatten jetzt keine Probleme, ihren Arbeitgeber zu überzeugen. Nein, weil sie einfach spitze waren. Also das heißt, sie brachten die Kompetenz mit, die Fachkompetenz und die Sozialkompetenz. Das waren die besten Bewerber. Aha. Waren Sie vorher auch schon in diesem Unternehmen in Vollzeit? Nein.
Okay, das heißt, Sie sind ganz gezielt in Teilzeit eingestiegen. Richtig. Okay. Ich kenne eine Führungskraft, die schon in einem Konzern gearbeitet hat und dann eben aufgrund der Entscheidung für ein Kind, beziehungsweise sie hat sogar mit Kind eine Zeit lang Vollzeit gearbeitet und hat dann irgendwann reduziert. Also das ging auch. Ja, das ich glaube, fordert aber Überzeugungsarbeit. Genau, dann hat man natürlich auch einen Vorteil. Man kennt die Frau, man weiß, wie sie tickt und dann gibt man ihr es. Aber das ist natürlich noch schwieriger zu sagen, ich fange an und komme gleich in Teilzeit. Ja, ja, ja. Was würdest du sagen, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass so etwas funktionieren kann? Führen in Teilzeit. Also ein Unternehmen muss erstmal vollkommen dafür sein. Also insbesondere passiert das heutzutage aufgrund des Fachkräftemangels. Also man findet nicht genügend Männer, die das machen, also sagt man, weichen wir einfach aus, holen wir uns noch eine Frau. Und da macht man einfach auch Kompromisse. Ja. Und also erstmal vom Unternehmen das Verständnis, Teilzeitfrauen ja. Und bei den Frauen muss natürlich auch das Umfeld mitmachen, Kindertagesstätte, Eltern und Ehemann, die das Ganze auch tragen. Denn die sind natürlich immer stark im Spagat. Die müssen sehr viel leisten, ja. Ja, gut, wenn wir diese Rollenverteilung halten, dass die Frauen sich um die Familie kümmern, aber das muss ja gar nicht unbedingt sein. Nee. Das muss ja nicht sein. Die Renate Schmidt sagt, auch Männer können Fenster putzen. Ach, ehrlich? Aber nicht so gut wie wir, gell? Also ich kann nicht Fenster putzen, insofern kann ich dazu nichts sagen. Ja. Wie können wir als Frauen diese Modelle, diese Beispiele, diese Vorbilder, dass es möglich ist, wie können wir das weitertragen? Wie können wir dafür sorgen, dass mehr Unternehmen das erkennen und sehen und da aktiv werden, auch Chancen zu bieten? Also grundsätzlich kann man mal als Frau prinzipiell in der Bewerbungsphase das Organigramm einer Firma ansehen, denn je mehr Frauen in der Geschäftsleitung sind oder im Kaderbereich, desto mehr wird das auch von der Firma getragen. Mhm. Und anders, wenn man nun da drin steht, soll man nicht vertuschen. Also das heißt, ganz klar sagen, ich habe hier zwei Kinder, ich gebe heute mein Bestes bis 5 Uhr und dann gehe ich auch. Und dann ist auch Feierabend, genau wie die Männer das machen. Die können das wirklich toll machen, da wird gar nicht hinterfragt. Ja, das heißt, die hören einfach dann um eine bestimmte Zeit an. Ich muss noch meine Tochter abholen, fertig, und dann gehen die. Ja. Und das denkt man noch, boah, der macht das aber toll, der Mann, hast du gesehen, der wieder nach der Familie guckt. Sobald es eine Frau macht, gibt es bei manchen das Fragezeichen, aha, sie muss es doch organisieren. Aha, ja. Was ja auch okay ist. Sie kann sie auch organisieren. Ja. Man kann vieles organisieren. Mhm. Gibt es denn auch Männer, die in Führungsfunktionen Teilzeit arbeiten? Habe ich auch erlebt. Es ist natürlich tatsächlich so, dass überwiegend die Männer Vollzeit arbeiten, aber es gab auch Führungskräfte, die Teilzeit arbeiten, die sich das mehr und mehr herausnehmen. Also in den Bewerbungsgesprächen sagen, es steht zwar 100% Vollzeit drin, aber eigentlich möchte ich 80. Mhm. Und dann, wenn das die Nummer 1 ist, wenn das der Favorit ist, geht man auf solche Sachen ein. Mhm. Und auch die machen das. Das ist auch bei Frauen? Bitte? Geht man auch bei Frauen auf solche Themen ein? Ja, geht man auch ein. Es wird immer mehr und mehr dazu kommen. Man findet ja gar nicht die Leute, die diese Kompetenz teilweise haben. Also wenn ein Arbeitgeber das heutzutage nicht mitmacht, dann wird er nicht mehr marktfähig sein, nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Ja, ja. Da habe ich ein gutes Beispiel. Es gibt in Bleichach im Allgäu ein Werk, das Bosch-Werk in Bleichach. Die gewinnen jedes Jahr Great Place to Work, einen Award. Und die mussten ja auch gucken, wie kriegen wir junge Leute nach Bleichach, wie kriegen wir junge Leute ins Allgäu. Ja. Und haben sehr stark an ihrer Kultur gearbeitet. Mhm. Und ich habe bei einem Vortrag erfahren von dem Personalverantwortlichen, von dem Personalleiter von Boschberg in Bleichach, sie haben 28 verschiedene Teilzeitmodelle. Wow. Das heißt, sie versuchen nicht, die Menschen in ein bestehendes System zu pressen, sondern sie suchen eine Lösung,
dass die Menschen arbeiten können. Mhm. Sie machen es umgekehrt. Genau. Und ich muss sagen, man kann auch 28 verschiedene Teilzeitmodelle heutzutage ganz leicht organisieren. Mhm. Dafür gibt es eine EDV. Genau, das muss eine Bereitschaft da sein und ich denke, das kommt mehr und mehr. Das ist eigentlich die Zukunftsmusik. Sonst können wir die Leute gar nicht halten. Das ist so, ja. Genau. Jetzt gibt es aber trotzdem bei vielen, in ganz vielen Firmen immer noch dieses Vorurteil, Führungskräfte oder überhaupt alle müssen 50, 60 Stunden arbeiten, dann sind sie richtig toll. Ist das so? Weil ich glaube nicht. Das Vorurteil herrscht, ja, aber ich glaube also nicht, dass man toll ist. Ich muss sagen, in allen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, war es eher das, so, dass der Geschäftsleiter sagte, wer 50, 60 Stunden arbeitet, der organisiert sich nicht richtig. Das war für ihn nie ein Garant, dass er sagte, uff, das ist jetzt jemand, der viel zu tun hat, sondern das waren einfach Leute, die weder delegieren konnten, noch Vertrauen hatten, viel Kontrollarbeit machten und einfach auch sich wichtig machen aufgrund von vielen Überstunden, die unnötig waren. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, in Japan gibt es so einen Begriff, Karoshi heißt der, weil die Japaner sehr viel Überstunden schrubben. Und man hat eben festgestellt, dass es sehr viel unnötig ist. Das heißt, man kann das Ganze auch in weniger Stunden machen, wenn man sich anders organisiert. Ja. Natürlich spreche ich nicht von Projekten oder von einer großen Arbeitsbelastung, die auch mal temporär sein kann. Ich spreche von diesem Dauerzustand. Ja, ich kenne schon Firmen, da ist es einfach schick. Ja. Da ist es schick, da ist es Kultur geworden und das ist natürlich nicht hilfreich. Ich denke, es ist ein Armutszeugnis, wenn man die Leute, die Leistung der Mitarbeiter oder der Vorgesetzten definiert über die Stunden. Ich finde, ich ziehe eher den Hut vor jemand, der innerhalb dieser Stunden seine Arbeit macht, gut und dann geht. Es muss nicht jemand viel präsent sein. Ich kann mich aber daran erinnern, von einem Abteilungsleiter, der zu mir als Personaler kam und sagte, mein Stellvertreter ist ein Topmann, aber der hat keine Überstunden. Er hat keine Überstunden. Und das gibt's doch einfach nicht. Und er selber hatte sehr viele Überstunden. Und ich wusste einfach, er hatte eine Frau zu Hause, die er gar nicht gerne sah. Und er war einfach froh, wenn er im Büro da gemütlich so seinen Kaffee und seine Zeitung gelesen hat und dann wieder ein bisschen gearbeitet hat. Ja, und der andere hat einfach ganz straff organisiert, weil seine Familie ihm so wichtig war. Also ich sehe das heute anders. Ja, sehe ich auch. Ich glaube auch, dass wenn man 60 Stunden arbeitet, dass man dann auch in den 8 Stunden, die man normalerweise hätte, nicht mehr leistungsfähig ist. Das ist so. Ja. Das ist so, ja. Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Was können wir noch zu diesem Thema sprechen? Führung in Teilzeit. Also wir wissen jetzt, es gibt Beispiele. Man kann es machen. Ich glaube, es ist wichtig, auf Selbstorganisation zu gucken, aber das muss ich ja sowieso als Führungskraft. Selbstorganisation ist ein ganz zentrales Element. Das muss ja auch ein Mitarbeiter, oder? Ein Mitarbeiter, der Familie hat und Teilzeitarbeit, muss sich auch klar organisieren. Aber was ich interessant finde, dass viele Vollzeitführungskräfte, und ich spreche mir jetzt von männlichen Führungskräften, man sagt sogar, ich glaube, 70% ihrer Ehefrauen sind entweder im Teilzeitbereich oder gar nicht im Arbeitsleben tätig. Das heißt, die halten ihren Vollzeitmännern den Rücken frei. Und bei den Teilzeitführungskräften, bei den weiblichen, ist es natürlich ganz anders. Die haben nämlich überwiegend Vollzeitmänner. Das heißt, die machen auf jeden Fall ihren Teilzeitjob und dann noch zu Hause ihre Arbeit. Gut. Aber da muss man einfach gucken, dass man auch hier in der Familie einen Ausgleich schafft. Absolut. Aber ich fand das interessant. Ne? Also ich meine, ich kann natürlich Vollzeit arbeiten, wenn ich jemanden habe, der zu Hause alles macht, wo ich dann nur komme und sage, ja, das ist Abendessen. Ne? Easy, genau. Ja, da ist noch ein weiter Weg für uns. Ja. Und ich glaube, genau das macht die Frauen so stark in den Führungspositionen, dass sie gerade diesen Spagat kriegen, hinkriegen,
man das sehr gut hinkriegen. Und klar, wenn mein Kind krank ist, dann muss man einfach auch zu Hause bleiben oder da hat man auch das Gefühl, man muss zu Hause bleiben. Aber ich finde, das zeichnet die Frauen aus und sie haben auch einen ganz anderen Führungsstil. Ich habe immer sehr gerne mit weiblichen Führungskräften zusammengearbeitet und muss aber auch sagen, dass die Vollzeit weiblichen Führungskräfte mir als Personale die meisten Probleme gemacht haben. Okay. Also Teilzeitführungskräfte sind sogar besser organisiert. Ja, das gebe ich zu. Also das ist meine Wahrnehmung aus meiner Berufswelt. Ja. Ich hatte vor kurzem ein Interview, ich sammle ja gute Beispiele. Ja. Und ich hatte ein Interview mit einer für mich relativ jungen Frau, die auch Kinder hat. Und die ist weggegangen von einem Konzern in ein mittelständisches Unternehmen, in ein IT-Unternehmen. Und IT-Unternehmen sind ja doch viel mehr gefordert, auch den Kulturwandel zu vollziehen und sind da viel fortschrittlicher als viele andere noch. Und sie sagt, naja, bei denen ist halt so, wenn das Kind dann krank ist, ja, dann bleibt man halt zu Hause und sagt, ich bin heute zu Hause erreichbar. Und dann schreibt sie halt auf, wie viel sie tatsächlich leisten konnte in der Zeit. Aber sie muss nicht deswegen Urlaub nehmen. Mhm. Und sie muss nichts Bürokratisches machen. Und da müssen wir hin. Und sie sagt, die Männer machen das auch, die Väter machen das auch. Die nehmen sich dann genauso selbstverständlich mal frei und bleiben zu Hause und nutzen einfach ein Homeoffice. Noch, ich möchte gerade was sagen. Ich habe als einziges weibliches Mitglied der Geschäftsleitung bei einer Firma gearbeitet. Ich war die einzige Frau und die einzige Teilzeit. Aha. Und ich hatte nur Vollzeit Geschäftsleitungsmitglieder. Und ich hatte zwei Kinder, die noch relativ klein waren. Also habe ständig den Spagat gemacht. Und da ist man ja auch immer so ein bisschen im Schuldbewusstsein. Da kriege ich das hin, nur nichts anmerken lassen, professionell sein. Und ich werde nie vergessen, es gab immer dienstags um 7 Uhr eine Sitzung. Zu der bin ich erschienen. Ich habe alles möglich gemacht, weil ich wollte ja nicht auffallen. Und da sagt plötzlich einer von der Geschäftsleitung, er möchte jetzt einen Antrag stellen. Er muss seine Tochter immer in die Kita hetzen und das wird überhaupt nicht aufgehen. Und er würde jetzt einfach fragen, ob man nicht einfach um 8 Uhr anfangen kann, weil dann wird er es hinkriegen. Und ich saß da und dachte, was traut er sich? Und dann guckten die Männer sich an und sagten, ja, 8 Uhr ist okay. Klar, ist okay. Und ich dachte so, ich hätte mir nie getraut, das zu fragen, aber das lag an mir. Warum sollte man es nicht als Frau auch fragen? Aber das kam von einem Mann und er wurde noch bewundert. Ah, ist das ein guter Vater, wie der das hinkriegt? Und ich muss sagen, diese Zurückhaltung sehe ich bei ganz vielen Frauen. Ja. Bei ganz vielen Frauen, die trauen sich gar nicht. Die durchdenken das erstmal vorher 1000 Mal, darf ich das überhaupt? Und nehmen immer sich selber in die Schuld. Und stimmt gar nicht. Stimmt. Ja. Mehr als Nein sagen kann man ja nicht. Ne? Ja, eben. Wenn ich sage, das passt und so kann ich mein Leben gut organisieren, dann warum nicht? Genau. Also, Frauen, traut euch zu fragen und traut mal alles in Frage zu stellen, was ihr so als Vorurteile vor euch herschiebt oder die Vorurteile, die euch so begegnen. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Es war ein tolles Gespräch. Diana, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wer weiß, vielleicht finden wir demnächst nochmal ein Thema, über das wir plaudern können. Wunderbar. Dankeschön. Danke. Tschüss.